Den Erfolg für 29 Energiefelder im Einsatz. Ja, den da. Volle Kraft voraus, Kapitän, können wir knicken, weil, ja, einfach mal durchrechnen. Wir müssten ja noch Systeme verbessern und dann hier noch Reaktor ausbauen. Alleine Reaktor ausbauen kostet ja mindestens. Das kostet sogar noch mehr. Was haben wir hier? 5, 7 mal 30 Schrott. Geht nicht. Zumal das noch hinzukommen muss und dann eben noch Verbraucher. Und damit hallo allerseits und willkommen zurück bei Faster Than Light. Tja, in der Minimu. Ich werde hier hingehen, falls der eingenommen wird. Können wir von da aus direkt nach da springen, wenn ich hier hingehe. Der wird eingenommen, dann gehe ich entweder direkt in die Konfrontation oder ich gebe den Umweg sowieso da rein. Insofern, dahin. Was? Sagt der eine oder andere, ja, machen wir jetzt. Als du ankommst, bemerkst du einige Träger und Schlachtschiffe der Föderation. So, eine Flotte muss bedeuten, dass dieses System wichtig ist. Beide noch da. Puh. Ja, die Reparaturstation ist weg, weil das dicke Flaggschiff ankam und sich breit gemacht hat. Schrott, das ist relativ viel, sagt mir mein Gefühl für eine Reparaturstation. An diesem Signalpunkt befindet sich eine mobile Schiffswerft. Nach einem kurzen Gespräch erhältst du die Erlaubnis, Notfallreparaturen durchzuführen und deine Vorräte aufzufüllen. 5x Treibstoff, 4 Raketen, 5 Drohnenteile, 42 Schrott, vor allem Drohnenteile und Schrott ist uns sehr wichtig. Der Nachbar ist noch da, deswegen schnellstens mitnehmen. Wir kämpfen mal hier mit dem Flaggschiff und gehen dann runter, dass wird eher schief gehen, bis dahin ist die Reparaturstation eingenommen, denn in der letzten Runde ist es meistens so, dass kaum noch Punkte da sind. Insofern nehmen wir die Reparaturstation schnellstmöglich mit. 59 Raketen. Ich brauche hier einen Bombenwerfer. Oh, sogar 43 Schrott, einmal mehr. An einer vorgeschobenen Schiffswerft werden beschädigte Kriegsschiffe repariert. Dank deiner Kommandocodes wird die Reparatur deines Schiffs vorgezogen. Fort. 5x Treibstoff, 4 Raketen, 5 Drohnenteile, 43 Schrott. Oh. Blinkt schon rot, wird also gleich eingenommen, genauso wie hier. Gerade noch rechtzeitig da gewesen. Nehme ich 2 Kämpfe mit? Ich meine, das Ding kann die Basis eh noch nicht kaputt machen. Mal gucken, ich fliege jetzt erstmal nach oben. So, ausgeben. Geht danach gar nicht. 180 Schrott kostet das Schildsystem. Ein Zivilschiff sendet auf einem sicheren Föderationskanal einen Hilferuf. Es wird von Rebellenaufklärern angegriffen. Willst du antworten? Die werden eh bloß auf der Durchreise sein. Die werden uns nichts geben, aber wir helfen. Leider hat er keine Vulkankanone ohne Lanze. Gehst auf Abfangkurs. Er hat ein Drohnensystem. Oh. Dann müssen wir auf jeden Fall ohne unser Hacking-System antreten, weil der hat ein Betäubungsgerät und dann noch ein Abfanggerät. Zum Glück haben wir ja Waffen, die da auch so durchkommen können. Könnte jetzt aber bedeuten, wir bekommen Hüllenschaden. Wobei ich glaube, seine Verteidigung ist besser, denn das Ding ist bloß Strahli-Strahl. Das Ding macht, gibt 2 Schüsse ab und ja, das Ding kommt durch einen Einerschlitt hindurch. Ist bloß ein Kampf, ein Abnutzungskampf. Wir müssen halt einfach mal durchkommen. Das kriegen wir hin. Sollte ein Schild mal so lange wie möglich bestehen bleiben. Die Strahlenwaffe macht leider auch zu viel Schaden, aber hey. Einen Teleporter haben sie nicht, das ist gut. Und ansonsten auch kein wichtiges System. Sollte ein Schild weg, aber ist gerade nicht so schlimm. Die haben keine Rakete und eben kein Teleporter, kein Hacking, keine Gedankenkontrolle. Ihr beiden Hübschen, macht jetzt was? Ich würde sagen, das Ding, was einen größeren Kreis benötigt, das macht das Schildsystem kaputt. Aber vorrangig wirst du da aufgehen. Das Ding fliegt eh langsamer, ich weiß. Trotzdem machen wir das so. Ach so, stimmt ja. Kommen ja so oder so nicht durch. Ah, das war Mist. Lancieren. Durch das Drohnensystem 3 wichtige Systeme.
war nicht so gut gemacht mit den beiden Waffen. Weil er hatte ja ein Schildsystem, das habe ich irgendwie komplett ausgeklammert bei meiner Überlegung gerade eben, aber hat uns keinen Nachteil eingebracht. Flak wäre wieder bereit. Schon mal schießen? Die Lanze braucht noch halb Energie. Heißt also 17 durch 2. Ja. Bringt uns aber nichts. Vielleicht doch. Vielleicht Schaden. Mal gucken. Die machen bei uns eh keinen Schaden. Die haben noch weniger Waffen als zu Beginn. Insofern kann man das mal gönnen. Zumal mehr Schüsse bedeuten, Graffin wird noch gelb. Das ist echt überraschend, dass der noch nicht gelb ist. Gedünk hat's gemacht. Der langsame Schießer schießt zuerst. Dann gehst du auf das Cockpit. Ist eh egal, weil die gehen eh kaputt. Tschüss. Jetzt, da das Rebellenschiff zerstört ist, kannst du ihr vermeintliches Opfer rufen. Wir halten 2 Raketen, einen drunter und 71 Schrott. Du hältst eine Nachricht? Danke, es ist zwar nicht viel, aber wir können einige Reparaturen durchführen, bevor sie wieder in den Krieg ziehen. Viel Glück! Ja, wir haben volle Hülle, aber trotzdem danke. Und da fliegt was zur Basis. Einfache Krankenstation, einfache Sauerstoffstation. Ja, aber gegen das Flaggschiff brauchen wir ein Viererschild. Das Flaggschiff ist auf dem Weg dahin, dann nehmen wir noch einen Kampf mit. Auch wenn das bedeuten könnte Höllenschaden, aber wir haben ja einen Reparaturarm. Der Schrott wird schon größer sein als der Höllenschaden, denke ich, hoffe ich. Können wir eigentlich noch dahin, weil ja, dauert ein paar Runden. Na, wir wollen es mal nicht übertreiben, vielleicht können wir ja nach dieser Runde noch darunter gehen. Ach, hier ist bloß Freundschaft. Um den Signalpunkt ist eine Vielzahl schwerer Kriegsschiffe der Föderation in Stellung gegangen. Die Sensoren melden zahlreiche Zielerfassungen durch Raketen, aber als du deine Schiffssignatur überträgst, lassen dich die anderen Schiffe in Ruhe. Ja, wäre ich doch mal lieber nach rechts gegangen, im Zweifelsfall nach rechts. Jetzt gehen wir erstmal zum Flaggschiff. In Summe 3 Runden oder hintereinander weg 3 Runden? Moment. Flaggschiff zerstören, wenn es sich 3 Runden lang bei ihr befindet. 3 Runden lang, wenn es einmal wegspringt, müsste das wieder zurückgesetzt werden. Na, hoffentlich haben die jetzt keine bösen Raketen, wenn hier Gegner sind. Oh, Viererschild. Hacking-System und Drohnensystem. Vielleicht fängt das ja Hacking ab. Du entdeckst einen Rebellenaufklärer bei einem Angriff auf einen kleinen Treibstoffaußenposten. Seine Waffen sind geladen, aber er schießt noch nicht. Die Rebellen antworten auf deine Drohung. Ich weiß nicht, wer sie sind, aber niemand stellt sich der Rebellenflotte in den Weg. Das Schiff macht sich kampfbereit. Nur ein Betäuber, hoffentlich noch Betäuber. Im ersten Versuch. Der zweite Versuch ist uns egal. Schildsystem, hallo. Wie sieht das mit der Kampfdrohne aus? Sie taumelt da, das sehen wir, und sie fliegt weiter, jawoll. Okay, jetzt nicht überheblich werden. Wir sind gut, ja, das wissen wir. Und die haben bloß einen 5er-Schuss und einen Bombenwerfer und eine Kampfdrohne 2. Ist trotzdem nicht schlecht. Wir machen einmal da weg und na, wobei, wenn wir jetzt die Hilfsbatterie da reinstopfen. Ich meine, das Abklingen dauert weniger als 30 Sekunden. Nehmen wir mal an, das würde länger dauern als die Hilfsbatterie. Dann würde daher aus Strom gezogen werden, währenddessen sich das noch abkühlt. Insofern. Wir müssen jetzt eh sofort anfangen. Die Waffen werden eh auf uns warten. Weil die Betäubungssache hat uns ganz schön Zeit gekostet. Aber wir sind durchgekommen. Die Flak 1 sogar schon bereit. Bombe verfehlt. Achso. Ne, die Bombe hat getroffen, aber was anderes hat verfehlt, sollte ein Schild jetzt weg. Jetzt schicken die ihr Hacking, hoffentlich nicht schlimm und bestenfalls werden wir mit unseren Waffen erstmal zuvorkommen. Die Flak braucht am längsten. Ach, Schildsystem ist leider so weit unten, das muss in der Mitte groß sein.
Hacking wird auf Hacking gehen. Naja, nicht so schlimm. Ja. Dann machen wir mal das Hacking kaputt. Haben bestimmt keinen Dreierbalken beim Hacking. Hihihi, Hacking rot. 3 Höllenpunkte haben die noch. Oh, ein Höllenschaden. Aber noch nicht schlimm. Hier könnte eine doppelte Belohnung winken und so oder so wird das wahrscheinlich sehr gut für uns ausgehen. Wir können uns ja reparieren, dank Reparaturarm. Wir werden mehr als genug Schrott bekommen. Wir dürfen halt bloß nicht 4 Höllenpunkte abgezogen bekommen, weil dann wird es schlimm, weil so viel kriegen die 10-15% waren es, glaube ich, nicht wieder vollgestopft. Hülle vollgestopft. Löcher vollgestopft. In der Hülle. Die Lanze wird womöglich nichts mehr machen können, weil wir die anderen beiden vorschicken. Hauptsache 4 vom Schiff abdecken, was auch Systemschaden macht. Deswegen auf das Drohnensystem. Und tschüss. Das Schiff bricht auseinander und wir halten 3x Treibstoff, 2 Raketen, 50 Schrott, damit sind wir voll und wir bekommen noch mehr Schrott. Weil die auch nett sind. Der Außenposten ruft dich, diese aufgeblasenen Bastarde wollten nicht zahlen, nur weil sie die Föderation besiegt haben. Das hier ist für ihre Hilfe, als ob die jetzt im Endkampf noch bezahlen. 4x Treibstoff und 61 Schrott, vielen, vielen Dank. So, dann können wir auch die beiden Sachen verbessern. Antrieb, Antrieb. Antrieb und Krankenstation. Oh, und dann geht auch noch der Energiebalken. Geil. Nee, geht doch nicht. Kann ich das eintauschen? In Schrott umwandeln? Aber Antrieb ist wichtig und da auch was zu haben ist auch wichtig. Und falls wir Schaden bekommen, dann machen wir halt die Hilfsbatterie an O-Sensoren aus. Das muss ich noch reparieren. Ja, so machen wir es. Wir haben noch die Hilfsbatterie. Adrian, du musst reparieren. Oh, der wird Stufenaufstieg schaffen. Irgendwann noch. Vorrunde 3 Flaggschiff. Oh, Scoops. Oh, nee, nicht Sauerstoff ausmachen. Gleich mal die neue Krankenstation testen. Jawoll, Adrian, super. Hat sich gelohnt, ihn da immer wieder vorrangig zum Reparieren zu schicken, wenn nichts los war. Und nur deswegen hat er sich direkt vorm Flaggschiffkampf verbessert. Schön. Basis, wir kommen. Noch irgendwas zu beachten? So. Keine Gedankenkontrolle, wenn es soweit ist. Erstmal wird sie nicht schlimm sein, denn wir haben den Zoltanschild, aber der kann ganz schnell weg sein. Da ist es, das Rebellenflaggschiff. Wenn du dieses Monster zerstören kannst, hat die Föderation wieder eine Chance. Jetzt gibt es kein Zurück mehr. In Anführungszeichen nur zu 5, das ist Minimalbesetzung, die ich mir wünsche. Aber davon sind 3 Zoltan. Oh Mann. Ihren Mist schießen, Sauerstoff weg und Antrieb verbessern. Ne, noch nicht hacken, das wäre... Na, wobei, wir können schon mal rüberfliegen. Wie früh muss ich denn rüberfliegen für ein Viererschild? Ich mach's mal jetzt. Zwei Balken noch, es war zu früh. Zoltan-Schild hält noch Stand, ein Schildpunkt noch über. Wird jetzt weg sein, ja. Hacking-Drohne kommt damit auch an. Wir haben etwas Zeit gewonnen, aber die Lanze... Ja, die braucht zu lange. Aber bis der wieder auflädt, dauert es noch etwas. 3 Balken beim Hacking lassen ja auch etwas den Viererschild unten, das passt schon.
Wenn wir mal wieder darauf setzen. Nicht beim ersten Versuch. Nee. Oder doch? Was wir mal machen, wir wollen ja mal sehen, was los ist. Wir brauchen jetzt eh keinen bei den Türen. Flak auf das Schildsystem. Also eine Waffe muss auf jeden Fall auf das Schildsystem, das ist klar. Will ich beide da drauf haben? Das macht es für die nächste Runde etwas einfacher. Die kommt da eh nicht rein zum Reparieren, dann machen wir das lieber so. In der nächsten Salve setzen wir dann mit den beiden Waffen auf das Raketenräumchen da und mit der Lanze ballern wir über die drei Räume. Ich glaube, so machen wir das. Dann setzen wir in der ersten Runde aber auf. Ja, trotzdem auf den Lloyd hier. Auf die drei Räume. Ich habe jetzt überlegt, vier Räume mitzunehmen, um schnellstens den Kampf zu beenden. Aber ich will den dann doch noch mitnehmen. Wird bestimmt nichts, aber mal gucken. Also jetzt von komplett auf das Schildsystem. Lanze noch nicht breit. Was hat er denn gehackt? Die Türen. Ja, meinetwegen. Da sieht man es auch nochmal, das Gelb. Sobald die Lanze bereit ist, muss sie da was machen. Insofern. So. Jede Sekunde könnte zählen. Zack. Einer Schild noch. Ah, jetzt bist du noch nicht bei den Sensoren, Adrian. Na, da hast du jetzt was zu tun. Vierer Schild gleich wieder da. Kein Sauerstoff, kann ich mal kurz umdrehen. Die Raketen kommen nämlich wieder. Hilfsbatterie ist aus. Gut, hacken können wir gerade eh nicht und brauchen wir jetzt auch gar nicht zwingend für die nächste Salve. Oh Gott, das Waffensystem brennt. Schlimmer kann es kaum sein. Hoffentlich hackt er nicht gleich wieder wegen Türen zu. Ach du Kacke. Das ist jetzt großer Mist, die große Schwachstelle unseres Schiffs. Aber es gab kein Feuerlöschsystem und auch keine weiteren Leute. Wenn es einmal unten brennt in den drei wichtigen Räumen, oder vier meinetwegen, dann wird es richtig ekelhaft. Zumal die Türen gehackt hat. Wenn jetzt was zu ist, ich kann niemanden rausziehen. Das muss mir bewusst sein. Ah, scheiße, ich bin Kleister. Okay, ich muss das Feuer schnellstmöglich ausbekommen, dann ist die Crew sicher. Insofern, alle vier rein. Zum Glück bleibt der Strom innerhalb der wichtigen Systeme, deswegen wird es uns jetzt nicht so sehr stören. Die Flak ist erstmal aus. Unschön für das System da, was wir noch putt machen wollen. Griffin, das schaffst du, weil die anderen dir helfen. Zusammen sind wir stark. Wir könnten voll hacken. Könnten noch mal den Sauerstoff anmachen. Wir hacken aber nicht voll. Das reicht schon einfach hacken. Der wird sich vorher nicht tarnen, oder? Ich glaube nicht. Schildsystem ist eh gleich unten. Ah, was machen wir denn? Lieber drei Räume, die auch mit System besetzt sind. Vier Räume kriege ich nicht hin. Aber ich will auch diese blöde Besatzung da ausbekommen. Aber mit der Flak wäre das womöglich was gewesen. Mal gucken. Also die Crew wird überleben und der Strom ist auch in einem Raum. Da bringt es das nicht so sehr durcheinander. Wir haben eh mehr als genug über. Wichtig war hier vier drin zu haben, damit die auch das Feuer schnellstmöglich ausbekommen, wenn die gleich eingesperrt sein sollten. Ja. Gut, wir weichen etwas schlechter aus, falls die gleich schießen, aber Crew geht vor. Denn sind wir zu viert, wird das in den nächsten Kämpfen schwieriger.
Wenn wir jetzt wirklich jeden Schuss sitzen lassen. Bei Schaden ohne Systeme. Wir könnten den direkt platt machen. Ist mir das wichtiger? Oder die Chance, Lexi noch zu bekommen? Lexi hatte 70, ne? Kriegen wir mit der nächsten Salve klein, denke ich. Dann machen wir es so. Dann setzen wir jetzt nicht alles darauf und dran, dass das Schiff auf jeden Fall kaputt geht. Ja, so machen wir es. Ein Hüllenpunkt bleibt. Raketen können nicht mehr fliegen. Schnell verteilen, weil Hacking noch nicht. Oh, gerade so. Das war rechtzeitig, gerade rechtzeitig. Hab ich ein Mehl. Flag wieder an. Wir brauchen die Sensoren. Ich will gucken, wie es bei Lexi aussieht, aber ich setze die Lanze gleich drauf. Der wird sich eh tarnen. Und vielleicht treffen wir auch Lexi tödlich. Falls sie noch lebt. Was? Achso, ja, stimmt, es ist eine eingestammte Position. Ganz vergessen. Höhlenschaden bekommen wir keinen weiteren. Lexi ist schon weg. Ja, super. Wir haben jetzt dadurch keinen Höhlenschaden bekommen, durch das, ja, Kampf hinauszögern. Passt doch. Kriegen wir noch einen kleinen? Nee. Nee, wer ist der kaputtere Aki? Dann setzen wir da an. Aber die, die nicht sterben, ja, die werden einfach ersetzt durch ganze andere Leute. Ganze Leute. Gut. Also endlich mal wieder den Waffen, den, ja, Raketenwerfer Hans, in dem Fall Hensin, rausgeballert. Gerade als du die Oberhand gewinnst, gelingt dem Gegner der FTL-Sprung. Du musst den Angriff fortsetzen, aber erst in der nächsten Folge und vorher noch zweimal Treibstoff, eine Rakete, 21 Schrott einsacken. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und tschüss.